Ich arbeite mit Rosemarie Tietze seit Jahrzehnten zusammen. Sie ist meine Russologin. Ja? Und eine große Übersetzerin, also Anna Karenina. Aber für mich hat sie Svetlana Alexejewitsch, als sie noch keine Nobelpreisträger war, ja? Nicht? Mehrfach übersetzt. Und wir wollen hier ein paar Geschichten vorlesen. Sie haben alle zu tun mit den Fragen Intelligenz, Lernen, Alphabet. Winterbild. Eine Auskunft von Alexander Puschkin. Liebe. Любовь. Verglichen mit einem russischen Kutschschlitten. Дорожными санями. Heißt es bei Alexander Puschkin, ist vielgestaltig. Многообразно. Die Himmelsmacht. Сила небесная. Besteht aus intensiviertem Unterscheidungsvermögen. Ob ich liebe oder nicht, bedeutet einer Seelenkutsche. Eine Unterscheidung. Разница. Aus dem Unterschied bildet sich eine Energie. Die Liebe, verglichen mit einer Seelenkutsche, Карета и души. Besteht aus der Kraft der vorgespannten Pferde, der Drehung der Räder, dem Gestänge und der Navigation durch den Kutscher, umfasst aber auch die Insassen und die Sitze, auf denen sie Platz genommen haben. Sie besteht aber zugleich in der raschen Fahrt, в быстрой езде, über die Schneestrecke, через снега, entspricht der Hand Gottes, dem Winterhimmel und in der Ferne den Lichtern der Häuser, auf welche die Schlittenkutsche zuhält. In der Fragestellung, wen die Insassen auswählen als Opfer, Жертва, für die verfolgenden Wölfe, schließt Puschkin seine Darlegung, um dadurch das Quäntchen Zeit herauszustanzen, die bis zum Erreichen der sicheren Siedlung fehlt, sei dagegen Liebe, Любовь, nicht enthalten. Die Spanne eines normalen, glücklichen Lebens fällt kürzer aus als die Zeit, die man braucht, Zeitzeuge zu werden. Время нормальной счастливой жизни короче, чем время, которое нужно, чтобы стать свидетелем времени. Und was Sie hier hören bei Sir Henry, das ist Chatachurian, stimmt's? Chatachurian. Von der Sekretärin Lenins, die im November 1917 im Smolny für ihn die Nächte hindurch arbeitete, weiß man, dass er sich später, als sie ihre Erlebnisse ihrer Tochter, die nachfragte, wiedergeben wollte, sich als eine unzuverlässige Beobachterin erwies. Оказалась ненадежной наблюдательницей. Sie hatte gearbeitet, war schlechter Zeitzeuge. Sie war mit den Tasten ihrer Maschine beschäftigt gewesen. Wer war noch im Raum? Weiß sie nicht. Erst in der siebenten Generation nach jener der Revolutionäre, kommentierte der Genosse Tretjakow diese Beobachtung, wird man einen Menschentyp haben, появится тип человека, der gleichzeitig Produzent und Beobachter, производитель и наблюдатель seines Lebens sein wird. Sieben Generationen, das sind zwei Drittel Menschenalter, zwei Drittel Lifetimes, vorausgesetzt, dass die Revolution für diesen Zeitraum andauert und die nötigen Ausbildungsschritte auch tatsächlich vorgenommen werden. Mit Schärfung einzelner Sinne des Gedächtnisses, обострением памяти, oder mit Arbeitsteilung ist die Frage nicht zu lösen. Die Augen der Sekretärin Lenins lagen, wie gesagt, auf den Schriftstücken und auf den Tasten ihrer Schreibmaschine. Auch streiften ihre Augen die um 2 Uhr früh müden Gesichtszüge des Vorsitzenden des Rates der Volkskommissare. Sie überlegte, ob sie ihm ein Glas Wasser anbieten solle. Die Ohren geschlossen, Uschi закрыты, obwohl die keine Lieder haben, хотя у них нет века, damit sie nicht abgelenkt wird. Dass sie sich nicht verschreibt.
ein Bildungswunder. Чудо просвещения. In der Zeit des Kriegskommunismus wurde ein Lehrgang von Junglehrerinnen in der Hauptstadt abgebrochen. Die Teilnehmerinnen wurden express nach Tula geworfen. Die Militärkader hatten Massen verhafteter Kinder zusammengetrieben. In Schulen und in Lagergebäuden. Die Verwahrlosten waren wegen Bandenbildung und auch auf frischer Tat bei Raubhandlungen festgenommen worden. Ich поймали на месте кражи. Die Junglehrerinnen, bis dahin für die Aufgaben der Alphabetisierung ausgebildet, sahen sich vor einer neuen Aufgabe. Anleitung durch irgendwelche Vorgesetzte erfolgte nicht. Zunächst wehrten sich die verwahrlosten Jugendlichen ihrer Haut. In den Unterkünften hatten sie allen Platz belegt. Quartier gaben sie nicht ab. Sie tendierten zu Hautkontakt untereinander und gegenüber den Erzieherinnen im Sinne von Prügelei. Sie leisteten Widerstand. Ist es möglich, durch das Erlernen der Schrift, изучением письма, im Innern verwahrloster Kinder eine Republik zu gründen? Создать республику в душе беспризорных детей. Kommissare aus der Hauptstadt, die im Herbst jenes Jahres die Umerziehungskolonien in der Provinz besichtigten, sprachen von einem Bildungswunder. Die Junglehrerinnen hatten eine Ernährungskette organisiert, ЦЕПКОРМЛЕНИЕ. Vorgelagert an die Ernährungskette war Unterricht und an die Mahlzeiten angeschlossen war weiterer Unterricht. Wie Monteure Schrauben befestigen, so hatten die Lehrerinnen Gewohnheiten, zeitliche Kontingenz zusammengefügt. Aus Altpapier zusammengefügt, mit Holzstiften, Stecknadeln gab es nicht, hatten die Jugendlichen sich Hefte angefertigt. Am Ende wuschen sich die Podrostki, die kleinen Heranwachsenden, sogar täglich. So unterschiedlich sie waren. Auch reparierten sie ihre Kleider. Es war zu erwarten, dass sie demnächst zu Arbeiten herangezogen werden konnten. Die Junglehrerinnen, молодые учительницы, kehrten zu ihren Kursen zurück. Dass der Erwerb des Alphabets die Verlotterung besiegt, war eine abgekürzte Beschreibung des Vorgangs. Tatsächlich hatte eine общественная осмоза, eine gesellschaftliche Osmose zwischen den intakten Genossinnen aus der Hauptstadt und den Verwahrlosten aus dem Land stattgefunden. Eine soziale Bluttransfusion. Das kann jeder von uns ein bisschen mehr Russisch. Darf ich eins sagen? Das ist eine Geschichte, die sieht man als Film in Insel 4 vor dem Vortragssaal. Da sieht man Alphabetisierung von 1917 bis 1920 in Russland. Und mich erschüttert immer noch, ja, diese hellen Augen von Kindern, ja, die lernen. Da gibt es die Situation, dass 87% einer Bevölkerung analphabetisch sind. Ja? Und das beschreibt Rosemarie Tietze in Podium 4 nachher. Habe ich schon beschrieben. Ach, hat es schon beschrieben. Ja, schon hat schon beschrieben. Beschreibt sie, wie diese Entwicklung geht. Und am Ende steht eine Raumfahrt. Ja, die Raketen da, die fliegen wirklich hoch. Ja? Nicht, was man von den Amerikanischen nicht sagen kann. Ja? So. Sorry. Ich ergänze noch eine Geschichte, die passt zu Insel 2. Und die handelt von der Evolution. Und diesen langen Zeitmaßen, in denen die Anker liegen. Wir müssen uns vor Silicon Valley und der neuen Welt nicht fürchten. Wir können sie sogar schön finden. Wir können an den Funktionen und den Algorithmenwelten teilnehmen, wenn wir wissen, wo die Gegenalgorithmen sitzen, die das Gleichgewicht wiederherstellen. Und die sitzen zum Beispiel in unseren Körpern, die so lange Teilnehmer der Evolution sind. In jeder Zelle von uns sind gut 800.000 Jahre Erfahrung enthalten. Mhm. Wahrscheinlich mehr als das. Ja?
Und da gibt es vor 250 Millionen Jahren, also Evolutionsbiologen würden sagen, also vor kurzer Zeit. Das ist allerdings eine Zeit, als unser Sonnensystem auf der anderen Seite der Milchstraße war. Und die Saurier damals haben den Kern der Milchstraße von der anderen Seite gesehen. Und die leuchtet. Da sind keine Wolken zwischen, keine Staubwolken. Und die sind hell wie Tannenbäume. Die Nächte sind heller als durch Mond beschienen. Und damals gab es eine Saurierart, von der wir abstammen. Sonst sind die Vögel eher diejenigen, die von Sauriern abstammen. Das sind Sauriervögel. Und wir sind Rückgratler und alles mögliche andere, die einer anderen Provenienz. Aber diese Saurier haben eine Erfindung gemacht, nämlich an der Seite ihrer Häupter haben sie so eine Art Scheune entwickelt, einen Vorratsbehälter, und konnten jetzt aufbewahren, das Gefressene, und außerdem kauen. Das war ein evolutionärer Vorteil. Und daraus entstand die Wange. Und die Wange ist etwas Schönes. Und jetzt hier ist eine Geschichte, eine Wange im Dezember 1917. Die junge stellvertretende Volkskommissarin besaß hochstehende Wangenknochen, высокие скулы. Das gab ihrer Wange eine interessante Klette. So etwas hatte Lenin bis dahin noch nie gesehen. Er konnte seinen Blick nicht von dieser Frau abwenden. War sie als Agentin angesetzt auf ihn, um ihn Uvlitsch in den Bann zu schlagen? Wer hatte sie in die Position, die sie bekleidete, eingesetzt? Ленин знал, что он был склонным к мании преследования. Ленин neigte, das wusste er, zu Verfolgungswahn. Und jetzt Sir Henry Forte.